darum geht's. Der Titel der Predigt heute lautet: Advent, darf Jesus bei dir ankommen? Und das Wort Advent, es bedeutet ja Ankunft. Und es geht darum, dass Jesus vor über 2000 Jahren hier auf der Erde angekommen ist, Mensch wurde. Und die Geschichte, sie ist ja bekannt, die Weihnachtsgeschichte. Gott wird in Jesus Mensch, aber keiner hat Platz für ihn. In einem lumpigen Stall, in einer Krippe kommt Jesus zur Welt. Und das möchte ich mal übertragen auf uns heute Morgen. Jesus möchte auch bei dir und bei mir ankommen. Aber natürlich nicht in deiner und meiner Krippe, ich habe zumindest keine, sondern übertragen heißt das, er möchte ankommen in unserem Herzen. Und ich frage dich heute Morgen, wie geht es denn in diesem Advent, an diesem Adventssonntag deinem Herzen? Ist dort Jesus angekommen? Spürst du dein Herz noch? Und ich möchte, bevor wir in den Predigtext gehen, dir drei Fragen stellen. Drei Fragen, die damit zusammenhängen, dass Jesus bei dir ankommen möchte. Die erste Frage ist Jesus bei dir im Herzen angekommen, ganz grundsätzlich? Und wenn du das bejahen kannst und sagen kannst, ja, ich lebe mit Jesus, dann frage ich weiter. Und frag dich, ist Jesus auch schon mit seinen Plänen, seinem wundersamen Wirken bei dir angekommen? Denn die Geschichte von der Ankunft Jesu hier auf Erden vor über 2000 Jahren, das ist die Geschichte eines großen Wunders. Und ich frag dich heute Morgen, ist Jesus auch mit seinem wundersamen Wirken, seinen übernatürlichen Plänen bei dir angekommen? Und die dritte Frage, ist Jesus mit seinen ungewöhnlichen Wegen, die völlig anders wie deine Vorstellung sind, schon bei dir angekommen? Weil auch hier wieder der Bezug, die Geschichte vor über 2000 Jahren von Maria und vor allem von Josef, von dem wir lesen werden, ist die Geschichte eines ganz ungewöhnlichen Weges. Josef hat sich sein Leben völlig anders vorgestellt, bis ein Engel des Herrn ihm erschienen ist und Gottes Wort ihn erreicht hat. Und so komme ich zu dieser eben dritten Frage, ist Jesus mit diesen ungewöhnlichen Wegen bei dir angekommen? Und so gehen wir in den Text hinein, Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25, und ich lese uns es aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dort steht: Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartet Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Und Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und er sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Soweit die Geschichte. Wie kommt Jesus an auf dieser Welt? Wie wird Gott Mensch? Der Text, er spricht mehrfach davon, von das, was wir in unserem Glaubensbekenntnis auch aussprechen. Empfangen durch den Heiligen Geist oder auch gezeugt durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Und man muss sich auch heute fragen, kann ich an das, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt, überhaupt noch glauben? Und im Übrigen, so stelle ich es fest, in meinem Umfeld, kein Wunder wird mehr angegriffen als dieses, dass Jesus gezeugt, empfangen durch den Heiligen Geist und von der Jungfrau geboren wurde.
Alle anderen Wunder im Neuen Testament, dass Lahme gehen, Blinden sehen, dass Lazarus nach mehreren Tagen zum Tod auferweckt wurde, finden nicht in der Öffentlichkeit diese Aufmerksamkeit wie diese Geschichte. Letzte Woche war ich in Stuttgart auf einer Besprechung beruflich und da wurde ich am Anfang gefragt, Wasser oder Kaffee, und habe ich gesagt, danke, Wasser reicht, man soll ja viel trinken, ist ja nur Wasser. Dann sagt doch mein Kollege, ja warum denn Norman, du glaubst doch dran, du bist doch überzeugt, mach doch Wein draus. Ja? Also alle anderen Wunder, ja, die werden so lustig oder so genommen, aber wenn ich mit Kollegen, mit Freunden, die nicht an Jesus glauben, über das spreche, mich hat mal ein Mensch, ein Bekannter gefragt, und du glaubst wirklich, dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde? Und ich sage, ja, das glaube ich, weil Gott Wunder tut und weil es Gottes Wort sagt. Aber ich bekomme kein größeres Unverständnis für das, als wie irgendwelche anderen Wunder. Warum ist denn das so? Warum ist das so? Als Christ, ich bin seit 13 Jahren, lebe ich mit Jesus, habe ich mich immer gefragt, was machen die denn immer mit der Jungfrauengeburt so lang rum? Also Lahme gehen, Blinde sehen, ja? Lazarus wird vom Toten auferweckt und dann kann doch Gott es genauso machen, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt. Was ist da das Problem? Schauen wir uns das an. Und auch viele Christen sagen ja heute, ja, also an die Jungfrauengeburt glaube ich nicht. Ich lese uns ein paar Sachen. Also viele Christen sagen auch öffentlich, Jesus ist doch der leibliche Sohn von Josef. Die Jungfrauengeburt ist ein Irrtum in der Bibel aufgrund eines Übersetzungsfehlers. Erst bei der Taufe habe Gott Jesus als Sohn Gottes adoptiert. Oder andere sagen auch, die Jungfrauengeburt, sie sollen nur sagen, Jesus sei ein besonderer Mensch gewesen, der eben von Anfang an vom Geist Gottes beseelt war. Kann ich auf das verzichten, auf die Jungfrauengeburt? Ich möchte ja mit den Worten des großen Theologen Karl Barth antworten und der meint, wer auf die Jungfrauengeburt verzichten kann, der hat Entscheidendes vom christlichen Glauben nicht begriffen. Und auf dieses Entscheidende möchte ich heute kommen. Das erste ist, viele Menschen, auch Christen, bestreiten ja, dass die Bibel tatsächlich davon spricht, dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau geboren wurde. Da wird gesagt, die Schreiber des Matthäusevangeliums und auch vom Lukasevangelium, der ja auch aus Marias Sicht berichtet, die hätten sich täuschen lassen, nämlich von einer falschen Übersetzung von Jesaja 7, Vers 14. Das war auch dieser Vers, den wir auch vorhin gelesen haben. Und ich möchte bitten, dass er jetzt mal kommt in der Folie, Jesaja 7, Vers 14. Dort heißt es in dieser Übersetzung, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und dort wird gesagt, hier ist ein Übersetzungsfehler passiert, anstatt Jungfrau muss es heißen, junge Frau. Und da hätte sich der Matthäus falsch leiten lassen, weil in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, Septuaginta, die den Schreibern des Matthäus und auch des Lukas-Evangeliums vorlag, da hätten die das gelesen und dann hätten sie daraus geschlossen, ah ja, jetzt ist ja das erfüllt, aber sie seien davon ausgegangen, es sei ja eine Jungfrau, dabei sei ja gemeint, eine junge verheiratete Frau, ja, also ganz normal. Bekräftigt wird das damit, dass auch das älteste synoptische Evangelium, also das Markus-Evangelium, von dem ja alle anderen abgeschrieben haben sollen, das spricht von der Jungfrauengeburt ja überhaupt nichts. Und auch bei Paulus in seinen Briefen, da ja alle großen Themen der Evangelium, Jesu Tod und Auferstehung aufnimmt, finden wir nichts explizit von einer Jungfrauengeburt. Wie ist es nun? Weil das ist ja wichtig, sagt denn das wirklich das Wort Gottes? Zunächst mal, dieses Wort hier im Jesaja 7, Vers 14, Jungfrau, steht auf Hebräisch Alma. Und dieses Wort ist natürlich doppeldeutig. Es kann zum einen heißen, ja, die verheiratete junge Frau, aber es kann auch anders heißen, eine heiratsfähige junge Frau, die noch Jungfrau ist. Und jetzt, was machen wir denn jetzt, wenn das Wort doppeldeutig ist? Wie gehen wir denn dann da ran vom Text? Ganz einfach. Wir schauen, wie wird dieses Wort denn noch im Alten Testament gebraucht, für was? Und das andere, was sagt uns der Textzusammenhang? Schauen wir, wie dieses Wort Alma noch an anderer Stelle im Alten Testament gebraucht wird. Ich mache nur zwei Beispiele. Alma, also Jungfrau, es wird mit Mädchen übersetzt, wird auch im 1. Mose 24 Rebekka genannt.
als sie der Brautwerber Eliezer für seinen Herrn Isaak raussucht. Diese Geschichte, wo er sie dann am Brunnen trifft. Und da wird von Rebekka, die natürlich eine heiratsfähige Jungfrau noch war, als Alma, es wird dann mit Mädchen übersetzt, gesprochen. Und auch in 2. Mose 2 wird von der Schwester von Mose, nachdem sie ihnen dieses Schilfkörbchen gelegt hat, auch da wird im Deutschen übersetzt mit Mädchen, es steht dabei Bräsch Alma. Und die Schwester von Mose war zu diesem Zeitpunkt auch ganz sicher eine junge Frau, die noch nicht verheiratet, vielleicht heiratsfähig und auch noch Jungfrau war. Also wir sehen, und auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament wird dieses Wort benutzt, auch für junge Frauen und Mädchen, die noch Jungfrau waren. Und viel wichtiger ist für mich noch der Textzusammenhang. In diesem Kapitel Jesaja 7 geht es darum, dass der König Ahas, der war in einer schwierigen Situation und dieses prophetische Wort sollte für ihn ein Zeichen sein. Heißt ja auch, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Und wenn ich jetzt sage, okay, ein Zeichen ist, dass irgendeine verheiratete junge Frau ein Kind bekommt, was soll denn das für ein Zeichen sein für diesen König? Wenn es aber heißt, eine Jungfrau wird ein Kind bekommen, das ist schon ein Zeichen, weil das ist nämlich nicht normal, das ist übernatürlich, das ist außergewöhnlich. So dass wir eindeutig sagen können, die Schrift spricht in diesen beiden Texten ganz klar, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau geboren wurde. Es ist kein Irrtum aufgrund eines Übersetzungsfehlers. Im Übrigen, das Markus-Evangelium spricht in seinem 6. Kapitel auch übrigens davon, von Jesus als Marias Sohn. Ja? Auch wenn das Markus-Evangelium nicht, wie hier, über Jungfrauengeburt, über Zeugen durch den Heiligen Geist berichtet, aber es spricht von Jesus als Marias Sohn. Völlig untypisch. Normalerweise spricht man immer nämlich vom Vater, wie da bei uns, du Sohn Davids, ja? Aber von Jesus wurde nicht im Markus gesagt, der Sohn Josefs, weil er nicht der Sohn Josefs ist, der leibliche Sohn, sondern der Sohn Marias. Und doch, auch wenn die Schrift es so eindeutig sagt, auch wenn wir es im Glaubensbekenntnis so sprechen, die Jungfrauengeburt ist wie eine Beleidigung für moderne und postmoderne Ohren. Das will man nicht hören. Warum ist das so? 3 Dinge stehen für das, dass es hier heißt, Jesus wurde gezeugt vom Heiligen Geist und wurde von der Jungfrau Maria geboren. Die Einzigartigkeit Jesus, die Geschichte eines großen Wunders und das dritte, ein Geheimnis. Wir beginnen mit der Einzigartigkeit von Jesus. Einzigartig ist Jesus, weil er gezeugt vom Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria geboren ist und weil nur er der Weg zu Gott ist. Weil Gott sich gerade in Jesus uns Menschen genährt und offenbart hat. Jesus ist einzigartig, weil er ganz Gott ist. Er ist von Gott gezeugt durch den Heiligen Geist und gleichzeitig ganz Mensch, weil er von der Jungfrau Maria, einer menschlichen Frau, geboren wurde. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Wäre er nur als normaler Mensch gezeugt worden, hätte er auch nicht gleichzeitig ganz Gott sein können. Aber warum ist denn das überhaupt wichtig? Sind das irgendwelche theologischen Spielereien oder irgend sowas? Warum muss ich mir denn das heute Morgen anhören? Deswegen, weil nur Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch für deine und meine Sünde sterben konnte. Wir schauen uns mal das Johannesevangelium an. Johannes 1, Vers 14, bitte die nächste Folie. Dort heißt es von Jesus, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Jesus ist der Einzige, der uns von Schuld und Sünde befreien kann. Jesus ist der Einzige, der den Weg zu Gott frei machen kann. Das kann kein Mensch. Das kann nur Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wäre Jesus nur ein Mensch gewesen und erst bei der Taufe adoptiert gewesen, dann wäre Jesus ein Mensch geblieben. Und ein Mensch kann nicht das, was Gott, das zwischen Gott und uns steht, lösen. Nur Jesus kann uns Schuld vergeben. Nur Jesus konnte für unsere Sünde sterben. Er, nur er, ist der Weg zu Gott dem Vater. Jesus, er ist einzigartig. Und das sagt uns die Jungfrauengeburt und die Zeugung durch den Heiligen Geist. Wir kommen zu einem großen Wunder, dass Jesus
vom Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau geboren ist, ist die Geschichte eines großen Wunders. Und zwar nicht nur deswegen, weil hier etwas wider alle biologischen Naturgesetze geschieht. Nein, es ist ein unbegreifliches Wunder. Der Ewige, Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. Er war schon immer da. Er kommt hinein in unser Zeitliches, in unsere dreidimensionale Welt. Der Höchste, er verlässt die Herrlichkeit beim Vater, heißt es. Im Philipper Kapitel 2 heißt es, Jesus, er entleerte sich, er entäußerte sich selbst. Er ließ all diese himmlische Herrlichkeit, die für uns kaum vorstellbar ist, zurück, um Mensch zu werden, wegen dir und mir. Unbegreiflich, aber auch ein unbegreifliches Wunder. C.S. Lewis schreibt, dass Wunder in allen Religionen verzichtbar seien, außer im Glauben an Jesus. Wenn man all die Wunder im Buddhismus wegließe, die man Gautama Buddha zuschreibt, dann würde der Buddhismus nicht viel verlieren. Wenn man auch im Islam all die Wunder der Propheten wegließe, die dort nichts mehr als Ausschmückungen sind, dann wäre dort auch nicht viel verloren. Aber wenn wir im Christentum, im Glauben an Jesus, Wunder weglassen, das Wunder, dass Jesus Mensch wurde, einer von uns wurde, unter uns lebte, das Wunder, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dass er auferstanden ist, den Tod besiegt hat, dass er aufgefahren ist wieder in den Himmel zum Vater und dort zu Rechten sitzt. All das sind Wunder. Wenn wir das alles weglassen, dann bleibt im christlichen Glauben nichts mehr übrig, außer ein paar hohen Werten, die die anderen Religionen auch haben. Wir glauben an einen Gott der Wunder, der Mensch wurde, für uns, unter uns lebte. Wir glauben an einen Gott der Wunder, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und lebt. Und die Geburt Jesu, sie ist auch ein Geheimnis. Weil Jesus der Sohn Gottes ist und Mensch wurde, darum ist er auch vom Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau Maria geboren. Das ist ein unbegreifliches Geheimnis, das Gerhard ter Stegen im 18. Jahrhundert in einem Lied so ausdrückt. Bitte die Folie. Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Geht hinein, eins mit dem Kinde zu sein, ihr, die ihr zum Vater wollt gehen. In dieser Sprache des 18. Jahrhunderts, ja, die wir kaum mehr verstehen, aber es wird deutlich, Gott wird Mensch, ein unbegreifliches Geheimnis. Aber Gerhard ter Stegen, er geht weiter, er sagt, das ist die Tür zum Leben. Weil Jesus Mensch geworden ist, steht für dich und mich die Tür zum Leben offen. Und es geht darum, das nicht nur intellektuell, nicht nur vom Verstand her anzuerkennen, nicht nur vom Verstand her zu glauben, sondern, wie er so schön sagt, eins mit dem Kinde zu sein, eins mit Jesus zu werden, dass Jesus in deinem Herzen ankommen darf. In Jesus ist erfüllt, dass Gott Immanuel ist. Gott mit uns, so hat es geheißen. Wir können Beziehung mit ihm haben. Dass Gott der Höchste ganz menschlich wird, der Ewige in unser Zeitliches kommt. Gott selbst kommt in den Leib einer Frau, bleibt dort 9 Monate, wie du und ich auch, kommt zur Welt, ist abhängig wie ein Säugling, durchläuft diese ganzen Zeiten. Ein unbegreifliches Geheimnis. Aber geschehen für dich und für mich, dass Jesus bei uns ankommen kann, dass wir Beziehung mit ihm haben können. Und dieses Geheimnis von der Geburt von Jesus, es soll uns nicht in Nichtverstehen oder in Verwirrung stürzen, sondern es soll uns in Staunen und Anbetung führen. Übrigens war das immer die erste Reaktion der ersten Menschen nach Jesus Geburt. Die Hirten vom Feld, die vom Engel des Herrn diese Erscheinung gehabt haben und dann zum Stall von Bethlehem gelaufen sind, was war ihre erste Reaktion? Sie sind niedergefallen und haben Jesus angebetet. Und auch die Hirten stehen für mich für die einfachen, für die normalen Menschen. Aber da gab es auch andere, nämlich diese Sterndeuter aus dem Morgenland, die Gebildeten, die Angesehenen, die Reichen. Auch sie sind hunderte von Kilometern gekommen aufgrund des Sternes. Und auch ihre Reaktion war, die 3 Sterndeuter aus dem Morgenland, sie haben Jesus angebetet. So soll das, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er gekommen ist, uns hineinführen in Staunen und Anbetung.
Und ich frage dich persönlich, ich frage auch uns als ganze Gemeinde, wollen wir bei uns eine Kultur etablieren? Du in deinem Leben, ich in meinem Leben, wir als ganze Gemeinde, die uns über Jesus staunen und anbeten lässt. Das ist nämlich die Reaktion, die die Menschen hier gemacht haben. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich immer mehr diese Kultur des Staunens und Anbetens, des Begeistert- und Fasziniertsein von Jesus bei mir etabliere. Und ich wünsche mir das auch, dass es mir in unserer Gemeinde haben, als eine richtige Kultur, von über Jesus staunen, von ihm fasziniert und begeistert zu sein und ihn anbeten. Dazu soll uns dieses Geheimnis der Geburt von Jesus führen. Ein weiterer Punkt ist, dass Jesus als Kind, als Säugling ankommt in der Welt. Es soll uns zeigen, dass Jesus uns erlöst hat, ist ganz und gar die Initiative und der Wille Gottes. In einem Lied heißt es mal, sie ist nicht von dieser Welt die Liebe, die mich am Leben hält. Nein, sie kommt von Gott, der zu uns Menschen in Jesus, seinem Sohn, gekommen ist. Unsere Erlösung, damit dass wir überhaupt mit Jesus zusammen sein können, an ihn glauben können, ist nicht das Ergebnis unseres religiösen Aufstiegs, nicht das Ergebnis unserer Erkenntnis, dass wir es verstanden haben, sondern es ist das Ergebnis der Niederkunft Jesus, dass er Mensch geworden ist. Und Erlösung empfängt, Beziehung mit Jesus hat der, der bereit ist, Gott im kindlichen Glauben anzunehmen. Auch dafür steht das, dass Jesus als Kind gekommen ist. Für diesen kindlichen Glauben. So wie die drei Weisen, die Sterndeuter aus dem Morgenland und die Hirten im kindlichen Glauben angebetet haben, so sagt uns auch die Geschichte von Weihnachten, als Jesus Mensch wurde, dass wir ihn im kindlichen Glauben annehmen. Wie sieht denn ein kindlicher Glaube aus? Jesus sagt es folgendes, bitte jetzt die Folien, Matthäus 18, Vers 3, da sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Oder auch Markus 10, Vers 15, dort steht, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Diese beiden Verse korrespondieren mit dem, dass Jesus als Kind auf die Welt kam. Und er fordert uns auf, ihm im kindlichen Glauben bei uns ankommen zu lassen. Aber was ist denn ein spezifischer kindlicher Glaube? Oft wird ja immer gesagt, Kinder sind ja einfältig, naiv, gutgläubig, ja, und so weiter. Oder auch unschuldig und ehrlich, ja, und genauso Glaub. Einfältig, naiv, ehrlich, unschuldig. Ich glaube nicht, dass das Jesus gemeint hat. Jesus, er hat hier auf die grundsätzliche Lebenssituation von Kindern abgestellt. Übrigens auch die gleiche Lebenssituation, in der sich er als der Sohn Gottes wegen dir und mir selbst hineinbegeben hat. In völlige Abhängigkeit als Säugling. Kannst du dir das vorstellen? Jesus war, nachdem er geboren wurde, als der Sohn Gottes abhängig von Muttermilch. Der Sohn Gottes lebensabhängig von Muttermilch. Und das ist ein Bild für dich und mich, dass wir genauso abhängig sind von ihm, von dem, was er uns gibt. Drei Punkte, was heißt kindlicher Glaube? Erster Punkt, Kinder haben keine gesellschaftliche Macht, keinen Status. Und sie tun auch nicht so, als hätten sie einen. Darum geht es, Jesus. Das Streben nach Macht, nach Status, nach Anerkennung und nach Privilegien ist mit dem Reich Gottes nicht vereinbar. Das spielt keine Rolle. Wo Status, Macht und Privilegien keine Rolle mehr spielen, sondern wir uns als Kinder von unserem himmlischen Vater begreifen. Dort kommt das Reich Gottes. Das heißt kindlicher Glaube. Nicht mein Status, auch nicht mein christlicher, nicht meine Anerkennung, auch nicht meine geistliche Anerkennung, nicht meine Privilegien, auch meine vermeintlichen geistlichen, gemeindlichen und sonstigen Erfahrungsprivilegien, weil ich schon so lange Christ bin. All das spielt keine Rolle beim Glauben an Jesus, sondern ganz kindlich wie die Kinder soll ich mich als Kind Gottes, als Sohn und als Tochter von ihm begreifen. Zweiter Punkt, Kinder leben von dem, was sie bekommen. Sie brauchen Nahrung, Kleidung, Wohnung und vor allem Zuneigung und Liebe. Ihr Leben ist ein ständiges Annehmen. Sie bauen nicht auf ihre Vorräte, sie haben keine. Sie bauen nicht auf ihre Erfahrungen oder Sicherheiten. Sie sind abhängig von der Versorgung durch ihren Vater und ihre Mutter. Und so sollen wir glauben.
ein ständiges Annehmen, ein ständiges Empfangen. Nicht von geistlichen Erfahrungen von vor 20 Jahren leben, sondern aktuell, was Jesus jetzt zu dir spricht, was er jetzt mit dir tut. Ich formuliere das als ein geistliches von der Hand in den Mund leben. Ich frage dich heute Morgen, sieht dein Glaube so aus, geistlich von der Hand in den Mund leben? Oder zehrst du von Predigten oder von geistlichen Erfahrungen von vor 20 Jahren? Die sind gut, zehre ich auch davon. Es hat mein Leben wunderbar geprägt. Ja? Nicht schlecht, alles gut. Ich möchte das nicht missen. Ich stände nicht da, wenn ich nicht Erfahrungen vor 20 Jahren noch heute wüsste, wenn sie mich noch heute prägen würden. Aber Jesus sagt, kindlich Glauben heißt, von der Hand in den Mund zu leben. Dritter Punkt, Kinder stehen am Anfang und sind gespannt auf die Zukunft. Für Kinder ist vieles neu. Vieles erleben sie zum ersten Mal. Sie sind neugierig. Sie leben immer in der Erwartung, es kommt noch was. Sie wollen möglichst schnell groß werden. Kinder erwarten viel vom Leben. Was erwartest du von Jesus? Erwartest du, dass es bloß nicht schlechter wird oder bloß nicht schlimm wird? Kinder lehren uns, ein kindlicher Glaube lehrt uns, von Jesus viel zu erwarten, dass er viel Neues für dich hat, Gutes für dich hat, dass du reif wirst, dass du wachst mit ihm, dass du geistlich gesehen groß werden kannst mit Jesus. Und in genau diesen Dingen sollen wir so werden wie die Kinder. So wenig wie Kinder sich Macht und vom Macht und Status definieren, so wenig sollen wir es auch tun. So wie ein Kind geistlich lebt von dem, was es von seinem Vater bekommt, so sollen auch wir leben. Und so wie sich Kinder auf die Zukunft freuen, so sollen nun auch wir uns auf die Zukunft, die Jesus für uns hat, freuen und uns ausstrecken nach dem, was er für uns hat. Das heißt kindlicher Glaube. Ist Jesus mit seinen Plänen, seinem wundervollen Wirken schon bei dir, in deinem Herzen angekommen, haben wir eingangs gefragt? Darf er auch mit seinen außergewöhnlichen Wegen, wie jetzt bei Josef, der hatte sich sein Leben anders vorgestellt, als dass seine Frau vor der Hochzeit schwanger wird. Und ein Engel sagte, nee, keine Sorge, bleib bei ihr, vom Heiligen Geist, geh diesen Weg. Und es ging ja weiter bei Josef, das Kind wurde geboren, alles war gut, dann kommt das nächste Wort Gottes und heißt, ihr müsst fliehen. Da werden alle Kinder umgebracht werden im jungen Alter und sie müssen fliehen, ihre Heimat verlassen. Dieser außergewöhnliche Weg, den hat sich Josef nicht ausgesucht. Aber Josef, er hat Folgendes zu diesem außergewöhnlichen Weg Gottes gesagt. Er hat nämlich ein Wort gesagt, und zwar ja. Und diese Geschichte, es lehrt uns auch eine folgende geistliche Gleichung, die ich jetzt mal ganz grob, ganz holzschnittsartig hier aufstellen möchte. Gottes Wort und sein Reden, seine Pläne, seine Wege für dich plus dein Ja ist gleich das Wirken des Heiligen Geistes und die Pläne von Gott werden freigesetzt. Und ich frage dich heute Morgen, ich habe keine Ahnung, also weder mit dir noch mit mir hat Gott so einen Weg wie mit Josef und Maria vor. Es war einmalig, aber genauso wie Gott mit Josef und Maria Geschichte geschrieben hat, möchte er mit dir und mir auch Geschichte schreiben. Hat er Pläne, hat er Wege, die vielleicht ganz außergewöhnlich, fernab deiner Vorstellung sind. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass du da dabei sein solltest. Aber die Frage ist, wenn Gott es zu dir spricht, wenn Gott es dir zeigt, sagst du dann Ja dazu? Und ich möchte dich ermutigen, Jesus in der Form mit seinem wundersamen Wirken, mit seinen ungewöhnlichen Wegen und Plänen bei dir ankommen zu lassen, dass du Ja dazu sagst. Auch dazu ist Jesus gekommen. Es geht nicht immer nach deiner und meiner Vorstellung, aber so wie es er vorgesehen hat, ist es wunderbar, heilsam und gut. Wollen wir es wie Josef? In Vers 25 heißt es, Josef, er befolgte die Weisung des Engels im Traum. Das war sein Ja. Ganz kindlich, voller Vertrauen hat Josef Ja gesagt zu Jesus und er hat so gehandelt, wie es der Engel ihm gesagt hat. Und so komme ich ans Ende und frage dich, darf Jesus bei dir ankommen, war der Titel der Predigt. Darf Jesus in diesem Advent in seinem Herzen mit dem, was er für dich hat, ankommen? Mit einem kindlichen Glauben, mit diesem Staunen und Anbetung über dieses große Wunder, über dieses Geheimnis und dass er einzigartig ist? Möchtest du dich neu von ihm in diese Faszination und Begeisterung von Jesus führen lassen, dass er Mensch wurde,
für dich gestorben und auferstanden ist? Und ganz anders gefragt, ist Jesus überhaupt schon in deinem Herzen angekommen? Oder merkst du bei dir, ja, eigentlich eins mit dem Kinde zu sein, wie es Gerd Ter Stegen gesagt hat in seinem Lied, eins mit Jesus bin ich eigentlich nicht. Ich bin vielleicht irgendwie religiös und glaube, es könnte vielleicht wahr sein, dass Jesus der Gottessohn ist, aber eine Beziehung mit ihm habe ich eigentlich nicht. Heute an diesem ersten Adventssonntag besteht für dich Gelegenheit, dass Jesus in deinem Herzen ankommen darf, auch erstmalig. Wie geht das? Ganz einfach, so wie bei Josef. Ganz einfach, so wie bei den Hirten und so wie bei den Sterndeutern aus dem Morgenland. Die haben ganz einfach Ja zu Jesus gesagt, in unterschiedlichen Ausdrucksformen. Die Hirten, die Sterndeuter sind vor Jesus niedergefallen, haben ihn angebetet und als Sohn Gottes angenommen. Josef hat auch Ja gesagt zu Gott, zu seinen Wegen. Und so kannst du heute Morgen auch Ja sagen. Nach dem Gottesdienst, es wird jetzt noch viel kommen, Lobpreis, Ältestensegnungen und manche denken schon an den Weihnachtsmarkt heute Nachmittag. Aber wenn das Amen gesprochen ist, sich alle schon rausorientieren, besteht für dich, wenn du das möchtest, dass Jesus bei dir heute erstmals ankommt, die Möglichkeit, hier vor ans Kreuz zu kommen. Dort werde nämlich ich stehen, direkt nach dem Gottesdienst. Und dann können wir gemeinsam beten, dass Jesus bei dir im Herzen ankommt. Ganz einfach, ich spreche ein Gebet vor, in dem du Ja zu Jesus sagst. Also Ja sagst, Jesus, komm in meinem Herzen an. Und du sprichst es nach und ich segne dich noch. Ich lade auch alle die ein, die Jesus verloren haben, die Jesus mal als Kind angenommen haben oder den Glauben ihrer Eltern übernommen haben, das, was dir anerzogen wurde, alles so übernommen hat, bis du plötzlich, als du erwachsen oder älter wurdest, merktest, passt das alles, stimmt das alles für mich? Ich lade auch alle die ein, die ihren Glauben dekonstruiert haben und alles abgelegt haben, aber heute Morgen merken, an diesem Jesus, der wahre Sohn Gottes ist, der vor 2000 Jahren tatsächlich Mensch wurde, übernatürlich, und er ist tatsächlich auch für mich gestorben und auferstanden, diesen Jesus ganz neu bei mir im Herzen ankommen zu lassen. Auch dich, wenn dich das anspricht, rufe ich heute Morgen. Komm nach dem Gottesdienst hier zum Kreuz und wir werden genauso beten, dass Jesus bei dir ankommen kann. Jesus ist erst vor 2000 Jahren auf dieser Welt angekommen. Und das verkünden wir. Gezeugt durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat sein Leben gelebt bis zum 30. Lebensjahr. Dann hat sein Dienst bekommen, sein Leben war gepflastert von Wundern. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote sind auferstanden und Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben und auferstanden. Das feiern und das bekennen wir an Weihnachten, weil da hat es angefangen. Gott wird Mensch. Ich darf jetzt das Lobpreisteam bitten, dass es hochkommt und uns hinein in eine Lobpreiszeit leitet. Und wir wollen das jetzt einüben. Über dieses große Wunder, über dieses Geheimnis, dass Gott Mensch wurde, nämlich ihn zu loben, ihn zu anbeten. Als Einzelnen, als Gemeinde wollen wir diese Kultur dieses Staunens und Anbetens ihm gegenüber jetzt nicht nur einüben, sondern es einfach tun, ihm alle Ehre geben. Ich lade euch ein, aufzustehen dazu. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich lade euch dazu ein, hineinzukommen in einen kindlichen Glauben. Und dafür möchte ich jetzt noch beten, für diesen kindlichen Glauben. Jesus, er kam als Kind, er war sich nicht zu schade, er kam nicht als 30-Jähriger, wupp, als ausgewachsener Mann, so jetzt, da bin ich, der Sohn Gottes. Er kam als Kind, als Säugling auf die Welt. Und ich bete jetzt für uns, dass uns ein kindlicher Glaube in uns aufsteht, dass wir bereit sind, Jesus im kindlichen Glauben anzunehmen. Jesus, und dazu segne ich uns an diesem Sonntag. Jesus, weil du Mensch geworden bist, weil du als Kind in die Welt gekommen bist, Jesus, dann gibst du uns ein Beispiel, forderst du uns auf, lädst du uns ein, dich ganz kindlich anzunehmen. Jesus, heute Morgen gebe ich dir all das, was ich denke, wo ich vorzuheißen habe. All mein geistlicher Status, all mein menschlicher Status, alles das, was ich denke, was ich kann und was ich schon für dich getan habe. Und sage, Jesus, das spielt keine Rolle. Ich komme wie ein Kind und ich bete, Jesus, dass du in uns diese Kultur, das geistlich von der Hand in den Mund zu legen, etablierst. Jesus, ich komme zu dir und sage dir, ich möchte leben ganz täglich von dem, was du mir gibst, von der Hand in den Mund. Nicht von Erfahrungen, nicht von Dingen, die ich schon lang weiß, sondern von dem, was du mir täglich zeigst, von dem, was du täglich zu mir sprichst, wie du dich täglich
mir zeigst, Jesus. Ich segne uns, dass wir unser Herz dir öffnen, jeden Tag, im Sonntag und im Alltag, Jesus. Dass wir es etablieren, von der Hand in den Mund zu leben, geistlich, dass wir von dir abhängig sind. Ich segne uns, dass wir eine Kultur des Annehmens, des Empfangens von dir bei uns etablieren. Ich segne unsere Herzen, dass unsere Herzen diese Empfangsbereitschaft, dass sie zu empfangsbereiten Herzen gemacht werden, dass sie zu annahmebereiten Herzen gemacht werden, nämlich anzunehmen, zu empfangen, das, was du für uns hast. Und Jesus, ich segne uns dazu, dass wir gespannt auf die Zukunft sind, dass wir neugierig sind auf das, was du für uns hast. Auch als ganze Gemeinde, Jesus, segne ich uns, dass wir gespannt und neugierig sind, was du Neues in uns hier schaffst, was du Neues einpflanzt und aufbauen möchtest, was du mit uns persönlich Neues machen möchtest, Jesus. Wie Kinder sagen wir dir, ja, Jesus, wir wollen reifen, wir wollen weiter erwachsen werden, wir wollen so groß werden geistlich, so wie du, Jesus, immer mehr in dein Bild verwandelt werden. Und diesen kindlichen Glauben, mit dem segne ich uns heute Morgen, als deine Söhne und Töchter, Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt kommst in jedes Herz, wo sich dafür öffnet. Danke, dass du jetzt jedes Herz bewegst, dir zu vertrauen im kindlichen Glauben. Dir sei alle Ehre, weil du Mensch wurdest, weil du für uns gestorben und auferstanden bist und lebst. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen.